Hallo Leute, in dieses Video reden wir mal über meine persönlichste YouTube-Erfahrung, wie ich mit dem Thema Mobbing allgemein hier bei YouTube auch weiteren Sprachfehler habe, wie ich damit früher umgegangen bin. Und es geht hier auch um einen YouTuber, den Namen werde ich zwar hier in dieses Video nicht erwähnen. Es gab mal einen YouTuber, der hat mal über mich ein Video gemacht. Also so ähnlich wie KuchenTV, das war aber natürlich nicht KuchenTV, das war ein größerer YouTuber zwischen 10.000 und 15.000 Abonnenten so im Dreh. Und dieser YouTuber hat damals gegen mich dann ein Video gemacht. Der hat sich dann zum Beispiel in das Video sehr darüber lustig gemacht, über meinen Sprachfehler und wie ich die Wörter ausspreche. Da ich zum Beispiel viele Wörter ohne ein N ausspreche. Durch meinen Sprachfehler halt. Es ging da um meinen Gaming-Kanal. Und um meinen Anime-Kanal ging es da auch. Aber hauptsächlich um meinen Gaming-Kanal. Weil ich wie gesagt einen Sprachfehler habe. Und der YouTuber hat mich wie gesagt damals gefunden. Und der hat, wie gesagt, ein Hate-Video gegen mich gemacht. Und da kamen viele Leute. Oder ich hatte damals ein Projekt gelaufen. Das nennt sich Assetfabrik via Black Flag. Und wie gesagt, weil ich spreche den Namen von dem Spielname halt falsch aus. Und da hat er gemeint, ich würde Assetfabrik das aussprechen. Und dann hat er halt eben damals, wie gesagt, dass ich das eben das erste Brick aussprechen würde. Und dann kamen viele von seinen Abonnenten auf meinen Kanal zu und hat dann mich genau deswegen gehänselt, hat er immer das erste Brick unter mein Video geschrieben und mich damit halt eben gehänselt und gemobbt. Was ich hiermit sagen will, es geht auf jeden Fall nicht, wenn man andere Leute wegen seinen Sprachfehler ihn Mobbing tut oder ihn Hänsel tut, auch nicht hier bei YouTube. Sowas geht einfach nicht. Auch wenn man in die Öffentlichkeit steht, sage ich mal, also Meinung und Kritik nehme ich an. Ganz klar, keine Frage. Aber es kommt darauf an, wie man das Ganze verpacken tut. Weil, wenn man das nur machen tut, um diejenigen zu mobben oder zu hänseln, dann geht das auf jeden Fall gar nicht. Weil es gibt ja sachliche Meinung und natürlich auch Meinung, die unter die Gürtellinie geht. Zum Beispiel die sachliche Meinung, die ich hier kurz mal ansprechen kann, ist zum Beispiel man kann zwar über die Aussprache natürlich auch reden, keine Frage. Man kann also so verpacken, wie man es will. Aber wenn man zum Beispiel das einfach so machen tut, um diejenige zu hänseln. Das kam zum Beispiel Wörter. Das Video war relativ lustig gemacht, muss ich auch selber sagen. Weil ich nehme den Hate ja selber nicht ernst. Auch damals nicht. Weil ich bin ein selbstbewusster Mensch. Und deswegen nehme ich den Hate halt eben nicht besonders ernst. Auch nicht von größerer YouTuber. Fand das wie gesagt selber etwas lustig. Aber die Leute, die das Video geguckt haben, seine Zuschauer, die haben natürlich mich deswegen runtergezogen. Und das ist natürlich weniger toll. Wenn zum Beispiel ständig Leute schreiben, machst du mal wieder Assassin's Creed. Einfach nur um derjenige Dame zu hänseln. Weil dann geht das von den Zuschauern, sag ich mal, irgendwie zu weit. Wenn das von denen, wie gesagt, nur Satire, sag ich mal, war. Da ist das kein Ding, kann man machen, laut meiner Meinung. Aber viele Zuschauer, sag ich mal, reagieren darauf noch empfindlich. Und die gehen einfach auf den Kanal zu und mobben den grundlos. Sobald man größere Tour macht, wie gesagt, das Video, oder kommen zigtausend Kommentare, es ist ein Prick, oder bist du behindert, oder lernt man Deutsch, zum Beispiel, das ist wiederum Mobbing, und das geht auf jeden Fall nicht.
nur weil man hier ein paar Wörter nicht richtig aussprechen kann und nur deswegen macht man gegen den ein Video. Deswegen geht das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Hat mich von damals nicht sehr belastet. Wie gesagt, der hat nur ein Video gegen mich gemacht und ja, das Video hat er auch mehrmals auf seinem Zweitkanal veröffentlicht, wo ich das Video dann am Ende dann auch dann gesperrt gelassen habe. In das Video zum Beispiel hat er mal über meinen Zweitkanal gesprochen, den ich schon lange nicht mehr verwende. Der nennt sich Levin8HD, den Kanal gibt es auch mit dem Namen nicht mehr. Der heißt jetzt, den Namen spreche ich jetzt hier von nicht aus, weil ich will ja nicht, dass die Leute auf einen toten Kanal von mir halt bekommen. Auf den Kanal habe ich dann mittlerweile Kanalvorstellung gemacht. Aber so, weil ich das gerne mal ausprobieren wollte, Kanalvorstellung zu machen. Es war relativ gut und lustig, aber mittlerweile mache ich das dann nicht mehr. Weil, wie gesagt, weil ich will mir auf den Kanal über das Thema Behinderung Videos mache und natürlich Gaming Videos mache. Weil ja beide Themenbereiche sind, mit denen ich mich auf jeden Fall auskenne und die mir auf jeden Fall deutlich mehr Spaß machen, so wie ich zum Beispiel vor die Kamera sitze und einfach über das Thema Mobbing oder Behinderung oder sonst irgendein Thema hierzu berede, was in den Themenbereichen mit Behinderung oder Mobbing oder über Krankheit zum Beispiel eingehen. Und so die YouTuber nochmal zurückgekommen. Es geht auf jeden Fall nicht, dass man gegen andere Leute ein Video machen tut und derjenige dann damit Hänsel tut oder damit aufziehen tut. Wenn man genau weiß, der kann nichts dafür, liegt es an der Krankheit, dann ist das Video meiner Meinung nach etwas falsch verpackt. Man kann es dann so verpacken. Also nicht, dass es so rüberkommt, dass er mich nur damit hänseln will oder damit aufziehen will. Weil das geht auf jeden Fall nicht. Auch wenn viele Leute jetzt die Meinung sind, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man damit klarkommen. Klar, ich komme da aber auf jeden Fall klar und will halt mit euch nun damals die Zeit berichten, wie das damals so war. Das war vor über gute 3-4 Jahre war das oder so. Oder ist das schon her? Wie schon gesagt, auf jeden Fall wollte ich euch das Thema etwas mal näher bringen. Oder wie ich mich früher gefühlt habe, weil der Punkt ist ja, es gibt ja immer Leute, sag mal, ich war ja noch ein sehr, sehr kleiner YouTuber damals, mit gerade mal 300 oder vielleicht 500 Abonnente. Der Punkt ist ja wieder dabei, dass viele kleine YouTuber, sag ich mal, wenn die ein extreme Hate abbekommen, nur weil irgendein größerer YouTuber mit 10.000, 15.000 und der hat eine relative aktive Community. Und der Punkt ist eben dabei, dass ich mit kleineren YouTuber, sag ich mal, aufhöre, wenn zum Beispiel größere YouTuber gegen ihren Video mache und zum Beispiel in das Video, sag ich mal, schlecht oder sehr schlecht über die Reden tut, nur um seine Schwäche aufzuzählen. Und da werden natürlich viele seine Abonnenten ihn natürlich hänseln, weil viele kleinere YouTuber, die eben nicht so sehr damit klarkommen wie ich zum Beispiel, hätte das zum Beispiel dann aufgehört. Weil es gibt sehr, sehr oft, als Beispiel, ich hätte jetzt 2 Millionen Abonnente und meine Videos würde ungefähr, sag ich mal, zwischen 500.000 und 3 Millionen Klicks, sag ich mal, bekomme, so um den Dreh. Wenn ich dagegen ein kleiner YouTuber mit gerade mal 50 Abonnente gegen ihn ein Video machen würde, und das auffordern würde, dass ihr den zum Beispiel, sag ich mal, was ich natürlich niemals machen würde, was ihr hoffentlich auch niemals machen wird, diejenige, nur weil irgendein YouTuber oder der YouTuber XY sagen tut, hey, gib mir auf seinen Kanal und hate ihn ein wenig zum Beispiel.
wenn man derjenige nur auf den Grund erwähnen tut, dass derjenige gehatet wird. Dann gehen viele kleine Kanäle dadurch kaputt, die bekommen vielleicht zwar viele Klicks oder auch einige Abonnenten hinzu, aber es geht, weil die ganze Hate, den man abbekommt, könnte für viele Leute oder für viele kleinere YouTuber, sag ich mal, zu Verhängnis werden, so dass die damit aufhören. Geht dann meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es wäre doch viel, viel besser, wenn man über das Thema zum Beispiel sachlich reden tut, ohne derjenige irgendwie zu hänseln. Man kann zum Beispiel sagen, ich finde es gut oder Respekt, dass du auch mit einem Sprachfehler YouTube-Videos machst. Das wäre zum Beispiel, sag ich mal, auch wesentlich besser, als wenn man das zum Beispiel anders machen tut. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung über meine Vergangenheit damals. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare gerne mal ein Feedback hinterlassen über das Thema hier. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei das nächste Mal, Leute, und haut rein!